lösen. Dankeschön, Herr Angoragis, für die Fraktionslosen. Jetzt Herr Stadler. Herr Präsident, der vorliegende Fortschrittsbericht wirft Fragen auf, die im Bereich der Justizpolitik oder der Zivilgesellschaft nicht unüberwindlich sind, sondern die erscheinen alle lösbar. Auch die Frage der Beziehungen Serbiens zu Kroatien werden sich meiner Ansicht nach anders entwickeln, wenn Kroatien tatsächlich einmal Vollmitglied der Europäischen Union sein wird. Und das wird schon in absehbarer Zeit sein. Wir müssen einfach erkennen, dass Serbien und Kroatien an einer Bruchlinie, an einer europäischen Bruchlinie liegen. Das ist die alte europäische Bruchlinie entlang der Drina zwischen Westrom und Ostrom. Daher ist es ja der Europäischen Union auch gelungen, dieses byzantinische Erbe aufzunehmen. Warum sollte es also nicht gelingen, Serbien, das ein wesentlicher Teil dieses byzantinischen Erbes ist, in die Europäische Union zu integrieren? Das ist eine meiner Ansicht nach kulturelle Aufgabe, die beide Seiten sehr wohl werden leisten können und auch bewältigen können. Serbien gehört für mich untrennbar zur europäischen Familie, wie das gesamte byzantinische Erbe zur europäischen Familie gehört, im Gegensatz zur Türkei. Weil die ist der Antagonismus zum byzantinischen Erbe. Da ist eine Bruchlinie vorhanden, die tatsächlich nicht überwindbar ist. Der Kosovo, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, ist ein wirklich sensibles Thema. Der Kosovo war noch vor wenigen Jahrzehnten mehrheitlich serbisch bevölkert, bis Tito seine fürchterliche Bevölkerungspolitik umsetzen konnte, die gegen Serbien gerichtet war. Und das Ergebnis dieser Bevölkerungsentwicklung ist nun einmal die gegenwärtige Situation. Und daher müssen wir angesichts der serbischen Geschichte, aber auch angesichts der Tatsache, dass noch vor wenigen Jahrzehnten die Bevölkerung dort mehrheitlich serbisch war, auch auf die serbische Bevölkerung Rücksicht nehmen. Grazie, Herr Stadler. Danke schön, Herr Stadler. Jetzt kommen wir zu den weiteren Rednern. Frau Pack, 2 Minuten. Herr Kommissar, liebe Frau Ministerin, der Bericht des Kollegen Katzin kann erfreulicherweise auf viele Fortschritte in Serbien hinweisen. Unter anderem hat jetzt endlich der Kampf gegen die Korruption